Es ist nicht so, dass ich behaupte, ich würde an etwas glauben. Ich weiß nur, dass alle Dinge alt werden und verstauben. Gott gab mir zwei Augen, um die Welt zu entdecken. Aber dann kam CNN, um sie wieder zu verstecken. Im Endeffekt suchen wir alle unser Stück vom Kuchen. Ich folgte meinen Spuren und fand Heilige und Huren. Die Huren waren, die ich liebte, die Heiligen, die mich verrieten. Und im Endeffekt sind wir alle Feinde geblieben. Ich hab schon immer Texte geschrieben, um Tränen zu trocknen. Heute wisch ich sie weg mit den neuesten Klamotten. Meine Götter sind keine Liebe oder Verständnis. Wenn es wirklich Engel gibt, haben sie keine Handys und sind nicht zu erreichen. Doch was sie uns sagen wollten: erschafft euch keine Götzen, lasst euch selber vergolden. Um mein Image zu verbessern, änderte ich meine Interessen und lernte meine Wut auf Platten zu pressen. Ich will die Welt nicht verbessern, sondern nur etwas zerstören. Die Dinge werden niemals so gesagt, wie wir sie hören. Zu viel liegt dazwischen, wenn alle Inhalte entwischen, bleibt am Ende nur ein Klecks Farbe, den wir verwischen. Wir sollten alles vermischen, um zu sehen, was passiert. Der Teufel kommt nie allein, sondern immer zu viert. Seit Backstreet und NSYNC, Britney Spears und Pink hatte er viele Gesichter, aber trug den gleichen Ring. Meine Erziehung bedingt, dass ich alles bezweifle, alles Perfekte vermeide und das Verbundene zerschneide. Mein Weg führt zur Seite und ist leider nicht einfach. Dabei will ich nicht mehr als 5 Mics und ein Maibe.